Spielzeug X-Wings hier angreifen. So, dann nochmal zur anderen Seite hin. Ja, genau. Nochmal ein T-Fighter. Alter. Ja, das ist schon sehr erstaunlich, dass wir hier echt mit Luke und mit Darth Vader zusammen gegen Palpatine kämpfen müssen. Gegen Darth Sidious. So. Ah, verdammt, er hat es komplett zerstört. Ich werde jetzt aber wieder auf... Boah. Alter, ist der mies. Der scheint schlechte Laune zu haben. Mit deinem armseligen Köln bist du weder hier noch der dunklen Seite der Macht. Ja, wir schauen erstmal, ne? Dass wir erstmal hier die... Yes! Bara Jedi! Überall Objekte, die haben wir dann Macht. Na, kann man da noch was machen? Ne, das geht nicht mehr. Oh, da oben war eine Schießscheibe. Ich hab's gesehen. Moment. Mach's mal kaputt. Was auch immer du damit vorhast. Sehr schön. Na komm, einmal rüber. So. Ja, die bewegen sich auf jeden Fall schon mal um einiges schöner als in den damaligen Lego Star Wars Spielen. Na gut, aber das ist ja auch kein Wunder, das ist ja auch schon... Boah, wann kam das erste Lego Star Wars Spiel raus? Das war ja sowieso das erste Lego Spiel an sich. Oh, Darth Vader, du bist dran. So. Raus damit und rein mit dem. Komm ich da ran? Nee. Da oben sind Zielscheiben. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie ich da überhaupt hinkomme. Hä? Was geht jetzt ab? Charaktere, die Lichtschwerter haben, wie zum Beispiel Luke oder Darth Vader, können diese auf Lego-Zielscheiben werfen. Ach so. Ah. Tja, da guckst du dumm. Okay. Müssen wir jetzt gegen Sidious ankämpfen? Aber er hat keine Chance gegen uns. Vergiss es. Vergiss es. Ich bin viel stärker. Du hast keine Chance gegen die gute Seite. Die helle Seite. Sag goodbye. Die Maske abzusetzen. Jetzt. Geh, mein Sohn. Verlass mich. Nein, ich muss dich retten. Das hast du bereits getan, Luke. Defektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Ich flieg rein. Kann losgehen. Gruppe Rot, Gruppe Gold. Okay. Hier werde ich bestimmt wieder ordentlich abkacken, oder? Oder? Kriege ich das hin? Ich weiß es noch nicht. Das gefällt mir. Wow. Also, zum Glück wird man schon mal ein bisschen mitgelenkt. Das macht einen das schon mal ein bisschen einfacher. Ja, die Kurven fliegt ja schon von alleine, wenn da irgendwelche Kurven kommen. Oh, ich hätte vielleicht den Turbolaser mal zerstören sollen.
kann halt nur so ein bisschen hin und her lenken hier und schickt auch einfach Dauerfeuer. Oh, da ist gerade ein Sternzerstörer in den Todesstern reingerast. Erfasst die stärkste Energiequelle als Ziel. Das sollte der Generator sein. Informieren. Augen auf. Es könnte sehr schnell sehr eng werden. Ja, das schaffen wir schon. Eng ist ein dehnbarer Begriff, wisst ihr doch. Alter, kannst du mal von mir verschwinden? Alter, du sollst mal auf mir am Arsch zu kleben hier. Da ist er. Natürlich. Anti-Flugsteuer umkehren. Nee, das will ich gar nicht. Das ist so ganz gut. Zerstören, 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 hier. Der Generator besteht aus drei Teilen, die mit Torpedos zerstört werden müssen. Solltest du keine haben, an Bord einiger Teams gibt es bestimmt Torpedos. So, jetzt muss ich mal eben. Ich muss mal eben was gucken. Ach, LT, da. Warte mal, da ist doch was. Jetzt erfasst den Generator als Ziel und schieß. Alles klar. Ach so, den Generator. Ja, machen wir. Gute Arbeit, General. Die Energiesignatur des Todessterns weist erkennbare Schwankungen auf. Weiter schießen. Dann brauche ich mal eben gezwingt. Ey, mal auf hier. Nicht nett. Wuhu! Gerade noch so die Kehrtwende hinbekommen. Oh, wir haben ein Torpedo. Feuer! So. Kehrtwende. Oder den? Muss ich den vielleicht noch mitnehmen? Weiß es noch nicht. So, da haben wir den Wow! Das war knapp. Und tschüss. Bin schon auf dem Weg raus. Womit werft er eigentlich die ganze Zeit um sich? Lange Zeit. Die Macht. Sie ruft nach dir. Das sind unsere Achievements. Und wo habe ich meine Wasserflasche stehen gelassen? Ich habe Durst. Ja, wir sind ein wahrer Jedi. Das ist doch klasse, oder? Natürlich, die Minikits und sowas konnten wir natürlich nicht haben. Komplett. Ist ja logisch, das ist ja erst im freien Spiel dann möglich. Und je nachdem, ob ihr darauf Bock habt oder nicht, werden wir es dann danach halt einfach mal machen. Also wenn ihr Lust habt auf ein 100% Spiel, lasst es mich wissen. Dann werden wir es gemeinsam halt erreichen. Weil bisher habe ich echt nur die alten Star Wars Lego Spiele auf 100% und Lego Jurassic World.
das hat mich auch nochmal wieder dazu gebracht, wirklich auf 100% zu spielen. Mal gucken, ob mich dieses Spiel dann auch nochmal wieder reizen wird. Aber ich denke mal, das wird es schon, weil, hallo, es ist Star Wars. Ja? Aber wie gesagt, das wäre dann eigentlich so eine Sache, die ich offscreen machen würde, es sei denn, ihr habt da richtig Bock drauf. Dann können wir das natürlich auch zusammen erleben. So, aber jetzt erstmal Geschichte fortsetzen. Schön, dass Sie wieder da sind. Admiral Statura möchte Sie umgehend sehen, Dameron. Poe, da sind Sie ja. Schön, dass Sie heil zurückgekehrt sind. Dafür ist jetzt keine Zeit. Und dafür ist jetzt auch keine Zeit. Wir haben eine neue Mission von höchster Priorität. Sie müssen sofort nach Jakku. Dort erwarten Sie wichtige Informationen. Briefing gibt es unterwegs. Was für eine Quasselstrippe. Ja, richtig. Oh. Hat's ja eben gesehen, der Po, der ist nicht aufzuhalten, wenn es ums Reden geht. Das werden wir dann schon wissen. Was wissen oh. Wir dann? Wir? Du nicht. Ich nicht? Heil Katan hier? Soll ich nicht mit? Was? Nein, ich sagte du nicht. Aber was denn? Du nicht? Na, du weißt es dann nicht. Du weißt ja nie was. Ja, für die, die nicht wissen, wer Kyle Katarn ist. Ich bin verwirrt. Was soll ich wissen? Der wird das früher oder später auch noch auf diesem Kanal erleben. Denn leider ist das jetzt ja nicht mehr Teil der offiziellen Star Wars Geschichte, sondern nur zu diesem Legacy-System. Star Wars Legends, so. Da wurde alles hin verfrachtet. So, sammeln. Ach nee, auch hier gar nicht sammeln. Tja. So, egal. Wir brauchen hier ja gar nichts sammeln. Ich hätte Los Anteca gefunden. Ja, ja. Ich hätte die Informationen schon beschafft. Ich hätte mich schön sonnen können. Ja, jetzt hör auf zu labern da. So, wir machen natürlich direkt weiter. Master Poe, ich vernahm, dass Sie erneut zu einer weiteren gefährlichen Mission aufbrechen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Kehren Sie doch bitte zurück, nachdem Sie Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen haben. Wenn möglich, würde ich gern meine Schlüsselrolle bei Admiral Akbars Rettung durchsprechen. Okay. Ah, wenn du als Baby spielst, konnte ich zuerst nicht mehr. Ja. Was? Um neue Abenteuer freizuschalten, müssen wir jetzt wollen Steine sammeln. Okay, ja, siehst du, dann, also, ganz ehrlich, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr. Wir machen 100% Spiel. So. Gronk. Gronk. So. Ja, jetzt hören wir hier auf. Wollen wir, wo müssen wir denn hin? Da. Einfach den Steinchen folgen. Ich muss schon sagen, also dieser kleine, ne, also, da kann man R2D zu echt in die Tonne stampfen, weil der Kleine ist viel süßer. Ich weiß, was ich tue. Oh! Pass auf! Siehst du, das, was ich da gemacht habe, war es völlig toll. Ja, hab ich gemerkt. Immer das Gleiche mit dem Praktikanten. So, oh, erstmal links. Rechts meine ich, das weiß ich, ist ja das andere links und so. Hup. Okay. Hä? Was? Wie soll das jetzt gehen? Moment, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Jetzt hören wir eben. Ah. Logisch. Bong. Ja, guck mal, haben es ja schon fast geschafft, die zu sammeln. Ist ja nichts mehr dabei. So gut wie fertig.